The Sims 4. Jetzt kommt da unten so eine kleine Schrift. Ja, ja, Copyright, bla bla, Electronic Arts. Oh mein Gott, ein Ladescreen. Oh mein Gott. Oh mein Gott, und damit herzlich willkommen zum Let's Play The Sims 4. Ich freue mich wie ein kleines Honigkuchenpferd, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Ich bin seit der ersten Sims-Generation mit dabei und dieses Spiel verändert sich einfach so unglaublich und... Ich freue mich wie ein Honigkuchenpferd. Ich habe sie auf der Gamescom schon angespielt und da war ich schon begeistert. Deswegen freue ich mich jetzt darauf, das endlich mit euch zu spielen. Und wir werden Crystal Meth aus der letzten Sims-Generation, Sims 3, wiederbeleben. Nämlich. Und ich bin schon gespannt, wie wir Crystal Meth umsetzen können. Ich würde behaupten, wir fangen gleich mal an mit Create a Sim. Das konnte ich nämlich noch nicht nachholen, beziehungsweise vorholen, beziehungsweise ihr wisst schon, was ich meine, weil eigentlich wollte ich das machen, bevor das eigentliche Let's Play startet, also bevor wir mit Sims 4 anfangen, erstmal den Haushalt erstellen. Ja, aber daraus ist nichts geworden, weil das war ein bisschen strange. Ich konnte diese Demo da nicht starten. Das war wirklich seltsam. Ja, immer wenn ich Rechtsklick dann auf diesen schwarzen Bildschirm gemacht habe, war da ein Einhorn und das hat mich sehr verunsichert, also habe ich es irgendwann gelassen. Spielen. Willkommen bei Erstelle einen Sim. Hier in Erstelle einen Sim beginnt die Geschichte deiner Sims. Wir zeigen dir, wie du ihnen einen Namen gibst, ihre Persönlichkeit definierst und ihnen ihr Aussehen verpasst. Wenn sie perfekt sind, zeigen wir dir, wie du sie in ein neues Haus einziehen lässt und die Kontrolle über ihr Leben übernimmst. Alter. Sims ist sowas von ein Spiel für Leute mit Gottkomplex. Das ist unglaublich. Persönlichkeitsleiste. Hier kannst du Geschlecht, Alter, Beziehungen und andere Aspekte deines Sims bestimmen. Ja, was war Crystal Meth denn? Junge, Erwachsene, Teenager, Kind. Guck mal, hat Luftballons. Hey, wo sind die Luftballons und warum hast du so eine ekelhaft kratzige Stimme? Okay. Merkt ihr den Unterschied? Die Brüste werden einfach nur größer. Erwachsen, ja, ist doch lame. Yep, das gefällt mir. Standard-Gear. Ja, ich glaube, das machen wir alles später. Nächster Tipp, sag mir den nächsten Tipp. Ja, ja, bestreben, das ist wirklich schön. Muss ich da jetzt im Streben einstellen? Also, wir wollen ja Crystal Meth erstellen. Deswegen, naja, Beliebtheit ist jetzt nicht so. Devianz, Bonusmerkmal, niederträchtig. Niederträchtige Sims wenden sich stärker an gemeine Interaktion. Ja, das gefällt mir eigentlich ganz gut hier. Ja, Essen. Sims mit der Essenz des Geschmacks bereiten hochwertige Speisen und Getränke zu. Naja, es geht ja ums Kochen und sie kocht ja Crystal Meth, weil sie Crystal Meth ist. Aber ich bin mir nicht ganz sicher, ob das so passend ist. Familie, ach, das ist ihr scheißegal. Kreativität, ich meine, es ist Kunst. This is art, yo. Also, ne, eventuell. Ja, Liebe lassen wir mal sein. Natur ist jetzt auch nicht so ihre Sache. Sport nämlich auch nicht. Obwohl, vielleicht Vermögen. Geschäftstüchtige Sims verdienen überdurchschnittlich gut. Also als Drogendealer, vor allem wenn du so gut bist wie Crystal Meth, verdienst du ja auch eine Menge Geld. Naja, oder Wissen. Schnelle Lerner erlangen alle Fähigkeiten ein wenig schneller. Ja, aber sie muss das ja nicht lernen, sie kann das ja schon. Also entweder niederträchtig, stärkere und erfolgreichere gemeine Interaktion. Sie ist ja schon ziemlich gemein. Also entweder macht sie jetzt Vermögen oder sie ist fucking gemein. Ich glaube, sie macht Vermögen. Vielleicht hat sie ja Krebs. Oh, das ist nicht lustig. Herrlich reich. Dieser Sim will reich werden und Erfolg im Beruf haben. Herrenhausbaroness. Dieser Sim möchte unbedingt das größte, ausgefallenste Haus besitzen. Ja, lassen wir das mal. Ich glaube, das mit dem Haus bekomme ich nicht so gut hin. Erstmal benennen wir dich. Crystal. So ist auch ein S, ja? Seht ihr das? Da ist ein S, Crystal. Jetzt heißt sie nicht mehr Crytal. Naja, Merkmalkategorien. Das ist wirklich schön. Ja, dem habe ich auch schon einen Namen gegeben. Danke.
Ja. Ich hätte ganz gerne dein Face. Wow, das ist ja strange. Okay, Crystal Meth, fangen wir mal mit den Haaren an. Die hatte irgendwie so Ginger-Haare. Wow, das wollte ich gar nicht. Ha, das wollte ich. Ja, ich würde sagen, die Farbe passt schon mal. Wohl, nein, nein, nein. Ja. Alltagskleidung, bla bla bla. Erstmal Frisur finden. Ich weiß, um ehrlich zu sein, gar nicht mehr, was für eine Frisur Crystal Meth in der letzten hatte. Also, seid nicht böse, wenn Crystal Meth jetzt ein wenig anders aussieht. Ich wollte eigentlich noch nachgucken, aber das habe ich total verpeilt in der Euphorie, dieses Spiel endlich zum Laufen zu bekommen. Kurz, Mittel. Suchen wir mal nach kurzer. Ja, sieht aus wie ein echter Junkie. Was? Nein, das sieht irgendwie zu ernst und seriös aus. Ja, das sieht auch zu seriös aus. Das nicht. Okay, das geht schon mal in die Kategorie, können wir machen. Das sieht nach Junkie aus. Das sieht irgendwie strange aus. Und das sieht auch strange aus. Ja, lassen wir das mit dem Afro. Oder sie könnte. Ich mag diese Kurzhaarfrisuren, die sind irgendwie total stilecht. Das sieht auch zu. Wow, krass, wie die ihre Haare gestylt hat. Ich wünschte, sowas könnte ich mal auf die Reihe bekommen, aber ich bekomme es ja nicht mal hin, mir Zöpfe zu flechten. Ich bewundere immer diese Mädchen und Frauen, die sich ihre Haare flechten und das sieht dann immer so voll hübsch aus und die krassesten Sachen damit auf die Reihe kriegen. Und ich denke mir so, ja, ich nicht. Wait, what? Da sind Strähnchen drin. Es verunsichert mich. Nee, das finde ich auch nicht gut. Und ich denke mir so, wow, wenn der Dutt so riesig ist, was hat die für, wow, lange Haare? Das ist, wow, das ist unglaublich. So mittellang. Das sieht eigentlich ganz seriös aus. Aber doch nicht als Köchin. Ja, nee, nee, nein, nein. Ja, definitiv. Wir werden daraus einen Afro-Menschen machen. Also das fand ich eigentlich noch ganz nice. So, da gucken wir mal nach Langhaaren. Oh, ich will ja nichts sagen, ne? Aber es sieht so schön aus. Oh mein Gott. Die Frisuren sehen echt nice aus. Ah, so richtig. Bin gerade so richtig beeindruckt. Ich bin gerade so richtig glücklich und froh. Wie ein kleines Honigkuchenpferd. Ja. Ach nee, so muss das. Ja, die hat lange Haare. Nein, 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 nein. Wow, da könnte man voll die Alternative draus machen. Verstehst du? Nein. Ja, und die Farbe sieht schon richtig strange aus. Ich finde es schade, dass man die Farbe nicht so ganz krass selbst bestimmen kann. Das macht mich ein wenig traurig. Obwohl, wie sieht das eigentlich mit ganz roten. Nee, mit ganz roten Haaren sieht das zu edel aus. So sieht sie aus wie ein räudiger Ginger. Was? Ich habe nichts gesagt. Ich denke mir so, was ist der Unterschied davon? Nein! Seht euch das an! Die haben einen Sidecut damit reingemacht. Alter, das ist meine Frisur. Nein. Nein, haben sie jetzt nicht gemacht. Nein. Wenn das ein Sidecut darstellen soll, dann. Oh mein Gott. Dann wäre das ja ich. Oh mein Gott. Entschuldigung. Es war noch nie möglich, mich als Sim irgendwie zu erstellen. Jetzt denke ich mir gerade einfach nur so: The fuck? Okay, wir halten fest, von hier aus sind alle nicht so ganz so geil. Also, entweder tendiere ich zu, da sieht sie so brav und intelligent aus und da sieht sie ziemlich frech aus. Genauso wie da sieht sie so gestylt aus. Versteht ihr? Das könnte man so als Abendkleidung machen, aber da sieht sie ziemlich frech aus.
würde behaupten, wir nehmen einfach mal das. Haha, wir haben endlich eine Frisur gefunden. Ja, Abendkleidung nehmen wir dann das. Und dann nehmen wir wieder das Zerzauste und Ausgekleidung ist wieder ein Hübsch. Wir können natürlich auch so machen. Und nein, so. So, das macht mich schon ein wenig glücklich. Man kann mehrere Frisuren einstellen? Oh mein Gott. Ja, deine Hautfarbe sollte schon ziemlich... Nein, das sieht jetzt zu krass aus. Aber du solltest schon ziemlich blass sein. Oder grün. Guck mal, Shrek! Na, ich meinte Fiona. Nein. Das sieht richtig ungesund und käsig aus. Käsig. Aber so geht das doch, oder? So schön hell. Ja, danke. Okay, und jetzt... Moment, sind das vorgefertigte Gesicht... Oh mein Gott, nimm das weg. Danke. Wow. Hautdetails. Nein, du brauchst keine Falten. Nein? Naja, du bist ein Ginger, du brauchst eigentlich solche Flecken, aber das sieht mehr aus, als ob dir irgendjemand Matsch ins Gesicht gespritzt hat. Also, nee. Nein, ich mag diese Schönheitsflecke nicht. Ich verstehe auch nicht, wieso High-Society-Damen sich sowas einfach so dahin malen konnten, whatever. Nein. Ich gucke jetzt einfach die Hüte durch, einfach weil ich es kann. Nein. Mit Krempe. Nein. Das sieht voll alternativ aus. Nein. Dafür sind deine Haare einfach zu kurz, Schätzchen. So, können wir ja mal mit den Accessoires weitermachen. Es sind viel mehr Ohrringe geworden. Das freut mich voll. Mein Gott, ist das süß. Aber du bist nicht süß. Oh, wir können ja mal bei Ohrringe gucken. Lalala. Ey, das ist voll klassisch. Das gab es sogar in Sims 2. Die Classic. Sie sieht nämlich seriös und verjunkt aus. Hoffe ich. Oh mein Gott, diese ganzen Sachen sind so hübsch, dass ich sie gar nicht mehr als Junkie machen will. Mann. Ich meine, guckt euch diese Ohrringe aus. Guckt sie euch aus, hä? Guckt euch diese Ohrringe an. Die sehen aus, als ob sie die für das nächste, was sie sich an Drogen beschaffen will, verkaufen könnte. Das finde ich nicht gut. Weil die muss ja böse aussehen. Versteht ihr? Weil das ist Crystal Meth. Ich muss gestehen, mir gefällt ihre Gesichtsform eigentlich schon. Fett. Entschuldigung. Ich möchte, dass sie so richtig zahm und elfenhaft aussieht. Guck mal, die hat Hamsterbäckchen. Jetzt nicht mehr. Die müssen eigentlich, wenn sie ein Junkie ist, muss das eigentlich richtig eingefallen aussehen. Ja, ungefähr so. Alter, sieht aus wie so eine Plastikpuppe. Das sieht richtig, richtig ungesund und hässlich aus. Das hätte ich ganz gerne nicht. Haha, guck mal, sie hat kein Kinn. Das ist wie bei JD von Scrubs. Okay, das muss doch... Oh, könnten wir das da bitte... Ja, danke. Oh, so sieht das schon viel besser aus. Das sieht sonst zu... Ah, guck mal, ich habe mein ganzes Gesicht mit Botox irgendwie so krass verspritzt. Verwhatevered. Jetzt sieht sie planlos aus. Guck mal, jetzt sieht sie böse aus, ne? Von Natur aus böse. Nein, das wollte ich nicht. Jetzt sieht sie einfach nur planlos und unschuldig aus.